Ich freue mich sehr, heute hier in Rom zum Talk aus Rom Bernhard Messmer, den Rekrutierungschef der Schweizer Garde, begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Jetzt sind Sie gerade wieder hier in Rom zur Schnupperreise bei der Schweizer Garde. Wie wird das Angebot denn angenommen von den jungen Schweizern? Das wird sehr positiv angenommen. Die Schnupperreise ist eines unserer wichtigsten Rekrutierungsaktivitäten, die wir durchführen. Wir führen jetzt gerade zu dieser Zeit die zweite durch in diesem Jahr. Wir hatten im April eine und jetzt im Oktober insgesamt 32 Jugendliche, die für einige Tage hier in Rom sind, um hinter die Kulissen der Schweizer Garde zu schauen und für sich persönlich zu prüfen, ob das ein möglicher Weg für sie für die Zukunft wäre. Was ist so Ihr Eindruck jetzt von den jungen Männern, die in diesem Jahr gekommen sind? Wie ist das Potenzial? Das ist ein sehr guter Eindruck. Wie Sie wissen, wir haben in der Schweiz mehrere Landessprachen. Also es sind alle Landessprachen sind vertreten. Das ist schon gut. Dann brauchen wir auch eine Durchmischung von den Persönlichkeiten, von der Ausbildung, dem Werdegang. Das ist für uns wichtig, weil wir dann diese Durchmischung da auch bei uns im Chor brauchen. Und das ist sehr positiv. Und eigentlich es ist eine reine Freude, mit diesen jungen Menschen, die motiviert sind und interessiert sind, hier arbeiten zu dürfen. Wie sehen Sie das genau mit der Durchmischung? Also was durchmischt sich da genau an Persönlichkeiten? Ja, das ist, vorhin habe ich erwähnt, wir haben verschiedene Landesteile, also Landessprachen. Und irgendwie widerspiegelt die Schweizer Garde mit ihren 135 Mitgliedern so ein bisschen die Schweiz. Und da ist es wichtig auch, dass wir die verschiedenen Landesteile vertreten haben, die Sprachregionen vertreten haben. Und dann aber auch von den Persönlichkeiten her, von der Ausbildung her. Also wir haben Berufsleute, wir haben beispielsweise Schreiner bei uns, wir haben Kaufleute bei uns, wir haben Maturanten bei uns. Und diese Durchmischung, die ist wichtig, die repräsentiert irgendwo auch unser Land und ist für so eine Einheit ist das ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das hier haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie haben sich denn die jungen Interessenten in den letzten Jahren so verändert? Merken Sie da auch eine Veränderung oder ist das immer so die gleiche Durchmischung? Nein, das hat sich verändert. Das Verhalten der Jugendlichen, der Umgang beispielsweise mit elektronischen Medien, die ganze Digitalisierung, stelle ich fest, dass die sehr, sehr schnell unterwegs sind. Und sehr spontan sind und das fordert uns bisweilen auch ein bisschen, da bin ich sehr offen. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben Sie denn auch beispielsweise andere Ansprüche als früher, wenn jetzt mal so im Vergleich von vor 5 oder 10 Jahren? Ja, das ist noch nicht so ausgeprägt vorhanden, aber wenn wir schauen allgemein in der Gesellschaft, wie sich der Wertewandel bemerkbar macht, die ganze Individualisierung, wo jeder der Wichtigste ist und sich selbst am nächsten steht, widerspricht das eigentlich unseren Grundsätzen hier in einem so kleinen Organisation, wo jeder seinen Beitrag leisten muss. Bis jetzt geht das recht gut. Das sind aber Themen, die wir in der Zukunft mit Sicherheit spüren werden, mit denen wir uns auch intensiv auseinandersetzen werden müssen. Das glaube ich sofort. Wie erreichen Sie denn in der Schweiz die jungen Männer? Ja, die Herausforderung ist, wir rekrutieren in der Schweiz und unsere Gardisten leisten ihren Dienst in Italien. Das ist eine Herausforderung. Und wir haben 2016, 2017, als wir unsere Mittelfristplanung angeschaut haben und auch den Personalbedarf erhoben haben, im Zusammenhang auch dann mit der Erhöhung des Chorbestandes, haben wir gesehen, dass wir neue Wege beschreiten müssen. Wir haben dann beispielsweise die ganze Webseite neu aufgebaut, wir haben den Rekrutierungsprozess digitalisiert, das ist heute alles online, wenn man möchte, sogar übers Handy wäre das möglich. Wir haben dann neu auch angefangen an Berufsmessen zu gehen. Wir gehen an verschiedene Berufsmessen, verteilt auf die ganze Schweiz, wieder in den unterschiedlichen Sprachregionen beispielsweise. Wir halten regelmäßig Vorträge in Gymnasien, also in Schulen, katholischen Schulen.
Seit letztem Jahr halten wir in jeder Rekrutenschule der Schweizer Armee, wir werden da sehr grosszügig unterstützt, dass wir da Zeitfenster bekommen, dass wir in jeder Rekrutenschule in der Schweiz, das sind pro Start etwa 25 Schulen, die wir besuchen mit zwei aktiven Gardisten und die päpstliche Schweizer Garde vorstellen. Und dann machen wir weitere Vorträge, die Schnupperreise, die machen wir schon länger. Und so müssen wir sichtbar sein. Für uns ist ganz wichtig, dass wir sichtbar sind, dass man uns wahrnimmt. Und dann stehen wir vor einer weiteren großen Herausforderung. Schweizer Garde kennen viele auf der ganzen Welt. Und dann hat man ein Bild, das ist in der Regel ein junger Schweizer, durchschnittlich etwas grösser, in einer schmucken Uniform, der irgendwo da im Umfeld von St. Peter steht. Und ein absolut beliebtes Fotomotiv ist natürlich genau, auch. Genau. Ne? Aber wir müssen schauen, dass wir nicht auf das reduziert werden. Weil das passiert uns bisweilen, dass wir aufs Herumstehen reduziert werden. Und viele Leute wissen das natürlich nicht, weil man sieht das auch nicht, was unsere Leute alles machen. Und das herüberbringen, das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber können Sie das kurz skizzieren, was alles so zu diesem Dienst dann dazugehört, außer dem Herumstehen, das ist ja wirklich gemein. Ja, also dass es ein attraktives Fotosujet ist, das ist ja gut und das freut uns natürlich auch. Aber wir haben grundsätzlich den Auftrag, Papst Julius II. Formuliert, Sicherheit des Heiligen Vaters und seiner Residenz. Und der Auftrag ist heute, 2023, genau der gleiche. Jetzt hat sich aber die Welt in der Zwischenzeit ein bisschen verändert. Um diesen Auftrag sicherstellen zu können, ist da einiges notwendig. Wir unterscheiden bei uns zwischen Wacht-, Ordnungs- und Ehrendienst. Also die Wachtdienst, das sind die Leute, die Sie sehen, die da an den Eingängen sind. Da machen wir Ordnungsdienste bei den Anlässen des Heiligen Vaters, beispielsweise auf dem Petersplatz oder in der Basilika, in der Aula, wo auch immer das ist. Wenn er einen Präsidenten, einen Botschafter empfängt, machen wir Ehrendienst, stellen wir ein Ehrenpiqué, begleiten die Ehrengäste und so weiter, der Teil. Und dann gehört aber beispielsweise auch dazu, dass unsere Leute den Heiligen Vater ins Ausland begleiten. Und die Vorbereitung, die Durchführung einer solchen Reise, die ist sehr, sehr anspruchsvoll und die ist sehr personalintensiv. Und das sieht man nicht, unsere Nahschützer, die sind in Zivil unterwegs. Da sehen Sie nicht, dass das ein Schweizer Gardist ist. Und das gehört alles auch dazu. Und da ist es erforderlich, dass die Leute auf einem guten Niveau ausgebildet sind, dass die diesen Anforderungen auch gerecht werden können, die man an sie stellt. Oder? Was bedeutet das dann zum Beispiel bei so einer Auslandsreise, ob das jetzt Irak ist oder die Mongolei? Was bedeutet das dann für die Schweizer Gardisten? Müssen die im Vorfeld mehrfach dahin reisen und Absprachen treffen mit den Sicherheitskräften vor Ort? Ja, also die Auslandreisen finden ja statt in der Zusammenarbeit mit der Gendarmerie, also mit der Vatikanpolizei. Da gibt es umfangreiche Vorarbeiten, wo man Rekognoszierungsreisen macht, wo man die ganze Reise im Detail plant. Und dann, bevor der Heilige Vater abreist, geht ein Vordetachement, das alles vorbereitet. Dann kommt der Heilige Vater, dann findet das Ganze statt. Dann fliegt er wieder zurück und dann ist das Detachement, das wieder alles zusammenbringt. Und die kommen dann auch wieder zurück. Und da gehen zum Teil Fahrzeuge mit und so weiter. Das ist für die da arbeiten, äußerst spannend. Ja. Keine Frage, die kommen an unglaublich interessante Orte, spannend. Aber sehr anspruchsvoll. Ja. Genau, ich glaube, das ist so diese ganze Logistik, die man eben nicht so sieht im Fernsehen, genau. Jenseits der schmucken Uniform, was aber natürlich eine sehr interessante und spannende Aufgabe ist, gar keine Frage. Jetzt sprechen Sie über das Ausland. Wir leben ja, also insgesamt hat sich unsere Welt auch verändert. Wir sind in einer Welt von Terrorakten in Berlin oder auch Paris. Haben diese Terrorakte auch einen Einfluss auf die Ausbildung der Gardisten? Hat sich da was verändert? Ja, also die haben auf jeden Fall etwas verändert. Diese Attentate, also diese schrecklichen Ereignisse, die haben natürlich dazu geführt, dass wir uns auch hinterfragen mussten,
was heisst das jetzt für uns und wo stehen wir da? Und das hatte zur Konsequenz auch beispielsweise, dass wir ausbildungsmäßig Anpassungen vorgenommen haben. Und ich bin jetzt seit einigen Jahren zuständig für die Rekrutierung. Wenn ich nur in diesen Jahren schaue, was da alles, dazugekommen ist, dann ist das sehr viel. Und selbstverständlich, wir haben beispielsweise die Grundausbildung praktisch verdoppelt. Also, dass wir im Sicherheitsbereich sehr gezielt ausbilden. Wir arbeiten da in der Schweiz mit einer Kantonspolizei Tessin zusammen, wo ein Vertrag besteht, wo bereits unsere ganz jungen Gardisten einen ganzen Monat lang in gewissen sicherheitspolizeilichen Themen unterrichten und geschult werden. Das kommt aus diesen Ereignissen, ist das hervorgegangen. Und dann die ganze Nahschutzausbildung und diese Themen, das ist dann weiterführend. Das sind die Konsequenzen. Hat denn diese veränderte oder natürlich intensivierte Ausbildung auch Einfluss auf das Rekrutieren? Haben Sie es jetzt schwerer oder eher leichter dadurch? Also grundsätzlich ist es so, dass die Ansprüche, die wir haben, an unsere zukünftigen Gardisten gestiegen sind. Mhm. Das ist zweifelsohne so. Das ist ein Teil, weil wir höhere Ansprüche haben, also sprachlich, die ganzen Anforderungen, die wir sonst haben. Also das Anforderungsprofil wurde angehoben. Und jetzt kommt aber noch etwas anderes dazu, und das ist so ein bisschen das Umfeld. Wir haben jetzt gerade, sind geburtenschwache Jahrgänge in dem Alter, in dem wir rekrutieren, und das spüren wir natürlich auch. Ja. Eine andere Sache, die wahrscheinlich auch für Sie nicht so ganz leicht ist, das heißt so schön auf Ihrer Website, dass der Schweizer Gardist praktizierender Katholik ist. Das ist in einem gesellschaftlichen Umfeld, wo ich sag mal so das Glaubensniveau, auch das Wissensniveau um den Glauben so permanent sinkt, sicherlich nicht ganz leicht. Oder sind die Schweizer Gardisten, die da kommen, eine Ausnahme oder doch Spiegel der Gesellschaft? Nein, ich denke, wir sind sicher Spiegel der Gesellschaft. Alles andere wäre nicht ehrlich. Und ich denke, wir bewegen uns da in der gleichen Welt. Also wenn Sie sagen, es geht irgendwo zurück, denke ich, leben wir in einer Gesellschaft, wo man sich darüber unterhält, was ist minimal möglich, dass ich noch Teil von etwas sein kann. Also es geht nicht um den Inhalt, sondern man passt immer so ein bisschen an, dass es irgendwo noch aufgeht. Das ist jetzt plakativ formuliert, aber ich denke nicht ganz falsch. Und man könnte sich ja abendfüllend darüber unterhalten, was ist ein praktizierender Katholik, oder? Und wann ist der Glauben praktiziert, wenn man anwesend ist oder wenn man auch geistig dabei ist. Bei uns ist es so, dass wir grundsätzlich, also für uns ist das etwas Wichtiges. Also wenn Sie keine Beziehung zum Glauben haben, wird sich jemand wahrscheinlich nicht zur päpstlichen Schweizer Garde bewerben. Und dann ist es aber auch so, dass die Ausprägung des gelebten Glaubens natürlich auch auseinandergeht. Aber wir gehen davon aus, dass wir unseren Glauben praktizieren, auch im Alltag. Oder? Wir praktizieren unseren Glauben nicht nur am Sonntag zwischen 9 und 10, sondern wir praktizieren den die ganze Woche. Wir sind der Überzeugung, dass das auch dazugehört. Und dann ist uns aber beispielsweise die Sonntagspflicht, das ist etwas, was uns wichtig ist. Ja, dazu stehen wir auch. Das finde ich auch wunderbar, das ist sehr, sehr schön. Was würden Sie denn sagen, bringen diese Jahre, die ein junger Schweizer hier im Vatikan arbeitet als Schweizer Gardist, ihm den Glauben auch näher? Wird da ein Mehr an Religiosität mitgenommen, so im Schnitt? Da bin ich davon überzeugt. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass die 2 Jahre Dienst hier lebensprägend sind. Also auch in Glaubensfragen. Weil wir hier eigentlich so traditionell, heute darf man traditionell und konservativ so nicht mehr verwenden, sind Begriffe, die absolut negativ behaftet sind. Ja. Ich denke aber, dass das nicht richtig ist, also dass auch Traditionen oder Rituale sehr wichtig sind und eine sehr hohe Bedeutung haben. Und diese Jahre hier werden traditionelle Werte, die uns wichtig sind, wie Treue, Loyalität, Pflichtbewusstsein, die werden hier aktiv gelebt, nicht gepredigt, die werden aktiv gelebt.
Und unsere Gardisten, wenn die offen sind und da mitmachen, dann sind die in der Schweiz gefragt, genau für diese Werte, weil eigentlich unsere Gesellschaft die Individualisierung heute bis ins Unendliche treibt, eigentlich wertvoller macht und die gesucht sind und sich alle freuen, wenn sie dann Leute und Mitarbeiter haben, die vielleicht auch einmal etwas machen, weil sie davon überzeugt sind. Ja. Und nicht die erste Frage ist, was bringt mir das? Genau. Und dafür denke ich, das ist lebensprägend. Und wir sind dann auch stolz. Wir haben so im Schnitt etwa eine Berufung im Jahr. Mhm. Aber auch wenn unsere Leute zurückgehen und dann in ihrer Gemeinde aktiv sind, beispielsweise im Kirchenrat oder weiß ich wo, in der Jugendarbeit der Gemeinde. Und das gibt es viel. Und das finde ich sehr schön und da sind wir auch stolz darauf. Absolut, ich denke auch mit Recht. Jetzt haben Sie das schon gesagt, hätte ich noch nachgefragt. Berufungen, sind das dann eher Priesterberufungen oder Berufungen zum Ordensleben? Also sowohl als auch. Also ich habe jetzt vor etwa 2 oder 3 Wochen habe ich gesehen, wurde einer unserer ehemaligen Gardisten eingekleidet in einem Orden. Mhm. Und in diesem Frühjahr wurde einer zum Priester geweiht. Also das ist sowohl als auch. Ich könnte jetzt von meiner Seite nicht sagen, es geht eher in diese oder in die andere Richtung. Es ist beides. Also eigentlich, wenn Schweizer Eltern nochmal so ein, ich nenne es jetzt mal flapsig, so einen Glaubenskick für ihre jungen Söhne haben möchten, dann kann man eigentlich nur sagen, schickt sie in die Schweizer Garde, oder? Ja, wenn man das so flapsig sagen möchte, dann ist das durchaus ein Weg, den man beschreiten könnte. Genau. Ja gut, sofern die Eltern dann auch noch Einfluss haben. Jetzt ist Italien jetzt nicht besonders bekannt für hohe Löhne, auch der Vatikan eigentlich nicht. Kommen wir mal von den immateriellen Werten zu den materiellen Werten. Was verdient man so als Schweizer Gardist? Ja, jetzt sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, weil das Materielle gehört ja auch zum Leben. Genau. Und jetzt müssen wir aber ein bisschen differenzieren, oder? Ich denke, es ist auch wichtig, dass wer ist das Zielpublikum, das jetzt die Zahlen hört, dass wir die richtig einreihen. Also das Basissalär eines Schweizer Gardisten ist 1'500 Euro. Mhm. Und jetzt werden verschiedene empört sein und entsetzt, wie kann man. Gut, und jetzt muss ich Ihnen aber Folgendes sagen. Unsere Schweizer Gardisten erhalten einen Basissalär von 1'500 Euro. Wenn sie Sonderdienste leisten für Audienzen oder Messen, gibt es noch einen kleinen Zuschlag. Aber das ist grundsätzlich die Basis. Aber die wohnen im Vatikan kostenfrei. Sie zahlen keine Steuern, sie zahlen keine Versicherungen, sie sind verpflegt. Und wenn wir das alles einrechnen, die ganzen Versicherungen und alles, die Lebenshaltungskosten, dann behaupte ich, sind wir auch beispielsweise mit Schweizer Löhnen in diesem Alter durchaus konkurrenzfähig. Noch dazu bei einem der schönsten Arbeitsplätze der Welt, möchte ich mal behaupten. Unbestritten, natürlich. Natürlich, und es ist ein Riesenprivileg. Ja. Es ist ein Riesenprivileg, dass 135 Schweizer hier in Rom das Oberhaupt der katholischen Kirche beschützen dürfen. Ja. Und das ist auch eine sehr große Verantwortung, dieses Privileg. Und dem müssen wir Sorge haben. Und wir müssen das pflegen, dass das auch in Zukunft gut funktioniert. Könnte man das eigentlich so formulieren, dass die 1500 Euro ja dann quasi Taschengeld sind? Also das ist der Lohn natürlich für die Arbeit, die geleistet wird, ja. Aber das steht zur freien Verfügung. Ja, es gibt vielleicht kleinere Sachen, die dann noch dazukommen, aber grundsätzlich ist das, zur freien kann man das brauchen. Ja. Genau. Wer kommt denn für den Lohn der Gardisten auf? Der Papst? Also der Vatikan bezahlt den Lohn, ja. Er ist unser oberster Chef und ja. Wie viele Arbeitsstunden kommen denn da pro Tag, pro Woche auf so einen Gardisten zu? Ist das so ein 9-to-5-Job? Ja, eher nicht, wenn ich mir die verschiedenen Posten angucke, an denen gearbeitet Nein. wird. Ja, jetzt dürfen Sie mich nicht beim absoluten Detail dann behaften, aber es ist im Quervergleich stundenmäßig und ferienmäßig ist das vergleichbar mit üblichen Anstellungsbedingungen, wie wir das möglicherweise in Deutschland und der Schweiz auch haben. Und dann, was darüber hinausgeht, das wird separat entschädigt. Das ist nicht das Thema. Was aber die Herausforderung ist, und das ist weniger
das Materielle, was dann bezahlt wird, das ist, unsere Tätigkeit richtet sich nach der Agenda des Heiligen Vaters. Mhm. Klar. Also wenn er im Santa Marta ist und Pause macht, dann spüren wir das. Und wenn er Leute empfängt und auf Reisen geht, dann spielt natürlich die Musik. Und jetzt im Moment spielt sie relativ laut, oder? Wir stehen vor der Eröffnung einer Synode und da arbeiten unsere Gardisten sehr, sehr viel. Das ist unbestritten so, da gibt es auch Tage und Wochen, die sehr anstrengend sind. Aber es gibt auch wieder andere Zeiten. Und in der Regel arbeiten sie einen 5-3-Rhythmus. Das heißt, sie sind 5 Tage im Arbeitsrhythmus eingeteilt für den normalen Dienst und dann 3 Tage zur Verfügung. Und diese 3 Tage, wenn etwas Ruhe ist, kann man dann auch erholen und man kann einmal einen Ausflug machen. Wir bieten da auch sehr viel für unsere Gardisten an, dann für Ausflüge, die gemacht werden. Was sind das beispielsweise für Ausflüge? Was ja, machen das da? Jetzt beispielsweise ist jetzt eine Gruppe war gerade im Heiligen Land. Das ist eines unserer Ziele, dass wir möchten, dass unsere Gardisten während den 2 Jahren einmal im Heiligen Land waren. Dann waren sie an der Militärwallfahrt in Lourdes, haben sie teilgenommen. Dann organisiert der Kaplan weitere Besichtigungen, Ausflüge hier in der Region. Sie waren im Frühjahr eingeladen in der Schweiz von einem Kanton, der vor Jahren Gastkanton war. Der hat alle eingeladen und da sind die in Gruppen dann in die Schweiz gereist. In diesen Kanton wurden da geführt. Und das ist für die Teambildung, für die Gemeinschaft, ist etwas extrem Wichtiges. Mhm. Genau, das eine ist das Team, aber die Jungs haben ja auch noch ein Privatleben und die Kaserne ist ja relativ abgeschottet, was man so auch von außen sieht. Wie ist das mit Freundinnen, also wenn der ein oder andere Gardist sich hier mit einer jungen Dame aus Rom oder sind sie anfreundet? Wie sieht das aus? Also das ist selbstverständlich ist das kein Thema. Das kann er, das ist kein Problem. Gibt es auch die Möglichkeit, sich in der Kaserne zu treffen? Oder? Also in der Kaserne im öffentlichen Bereich. Mhm. Also Zimmerbesuche sind nicht möglich. Mhm. Aber Besuche, ob Freundinnen oder Familie oder Kollegen oder was immer, die haben die Möglichkeit, das Gardequartier zu besuchen. Da kann man etwas trinken miteinander. Gewisse Teile kann man auch besichtigen. Mhm. Zimmerbesuche oder Übernachtungen in der Kaserne beziehungsweise unsere Gardisten dürfen, also die dürfen dann auch nicht draußen schlafen. Mhm. Also die brauchten eigentlich eine Bewilligung, wenn sie über Nacht weg sind. Aber das kann in unserem Kontext so nicht stattfinden. Aber sonst ist das überhaupt kein Problem. Und das machen sie auch regelmäßig. Also bin vor etwa 3 oder 4 Jahren saß ich am Freitagabend im Flieger von Zürich nach Rom und hatte eine junge Dame neben mir. Und die hat gesagt, dass ich Akten studiert habe und hat dann das Logo gesehen und gefragt, was ich da mit der Schweizer Garde zu tun habe. Da habe ich es ihr erklärt und da war das die Freundin von einem unserer Gardisten. Die habe ich nachher regelmäßig gesehen, ist am Freitagabend ist die nach Rom gereist und am Sonntag zurück. Und zwischendurch dann unser Gardist, ja. Wenn er 3 Tage frei hatte, ist er auch nach Hause gegangen. Und das ist gut, das soll auch so sein. Unsere Gardisten sollen auch am Leben teilnehmen. Das ist wichtig, dass es nicht abgeschottet wird vom Leben. Genau, jetzt haben Sie gesagt, also es gibt Ausflüge und das wird alles organisiert. Gibt es dann für die Gardisten auch die Möglichkeit, so individuell am römischen Leben teilzunehmen? Natürlich, wenn die frei haben, sollen sie das tun. Und ich kann Ihnen versichern, Sie tun das auch. Ich glaube, da habe ich eigentlich auch keine Zweifel. das soll so sein. Ja. Das soll so sein und ich stelle fest, Ich habe das gesagt, ich hatte kürzlich ein Déjà-vu. Ich war ja selber 2 Jahre Gardist und in den 80er Jahren, dann ging es manchmal in den Zimmern ein bisschen hoch zu und her, man hat das ein bisschen über die Stränge gehauen und dann ist da jeweils der Gardekommandant ist da gekommen und hat Ruhe geschaffen. Und ich bin jetzt in dieser Wohnung untergebracht, wo er gewohnt hat. Jetzt weiß ich, von was er gesprochen hat. Es geht mir genau gleich. Das heißt, Sie kriegen das jetzt, wenn es hochhergeht, direkt ja, auf die Ohren. Vor wenigen Wochen habe ich daran gedacht, jetzt weiß ich, von was er gesprochen hat, als er hier was gekommen ist.
Ja, und das ist gut so, das muss so sein. Das sind junge Leute und die haben Energie und das gehört dazu, das ist wichtig. Ja, das finde ich auch großartig. Jetzt haben wir über die materiellen und auch moralischen Werte gesprochen. Welche Möglichkeiten haben denn so die Schweizer Gardisten, wenn sie zurückkommen nach ihrem Dienst, wenn sie zurückgehen in die Schweiz? Öffnen sich da auch neue Türen oder geht dann der Schreiner wieder als Schreiner oder der Kaufmann als Kaufmann? Das ist oftmals oder in vielen Fällen ist die Dienstzeit in der Garde in Rom ist auch ein Prozess, ein Findungsprozess für viele. Das ist ganz interessant. Also ich habe jetzt wieder einen Kandidaten, der überlegt sich allenfalls das Theologiestudium zu beginnen. Und der macht jetzt ist jetzt am Start, möchte 2 Jahre nach Rom, um für sich selber zu prüfen, ob das der zukünftig der richtige Weg wäre für ihn. Das kann aber auch in eine andere Richtung gehen. Mhm. Und so ist das unterschiedlich. Es hat Leute, die gehen zurück auf ihren Beruf, sind dann durchaus erfolgreich. Und dann gibt es aber auch, was wir haben, natürlich aufgrund der Ausbildung, die wir selber anbieten, haben wir einen rechten Anteil, der dann in den Bereich der Armee beispielsweise, Berufsmilitär, Polizei, Zoll, so irgendwo in diesem Bereich gehen und dann gibt es dann auch noch die Berufung. Und das ist sehr unterschiedlich, aber zum sich finden auch, und das ist ja auch beispielsweise eine der ganz großen Stärken, die wir haben. Wenn wir das Bildungssystem bei uns schauen, dann kommen die jungen Leute aus der Schule, die machen eine Ausbildung, machen die zweite Ausbildung, sind mit 25, weiß ich wie, ausgebildet, aber in der persönlichen Entwicklung kommen die gar nicht mit. Und hier haben wir einen Rahmen, wo wir in einem unglaublich schönen Ort die ganze Welt treffen können und auch noch persönlich reifen und unseren eigenen Weg finden können. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Bis hin zu, wie ich erfahren habe, es gibt eine Englischlehrerin, es gibt eine Italienischlehrerin, also auch die sprachliche Ausbildung dürfte nicht zu kurz kommen. Oder? Kommt nicht zu kurz, vielleicht hier noch zu ergänzen. Wir bieten neu an für zukünftige Gardisten, weil die Sprache natürlich für uns wichtig ist, dass die, bevor sie überhaupt nach Rom kommen, die Möglichkeit haben, in Assisi einen Sprachkurs zu machen, beispielsweise einen Monat. Und je nachdem, was für einen Abschluss sie mitbringen, finanzieren wir den. Und dann haben wir in der Kaserne, im Quartier, haben wir Italienischlehrer. Und da können die bei uns Sprachkurse belegen bis B2. Wunderbar. Ich glaube, auch das ist eigentlich ein Anreiz, ne? So für Natürlich. Die jungen Menschen von heute. Was wünschen Sie sich von den Zuschauern von KTV? Vielleicht sogar speziell von den Schweizer Zuschauern, so mit Blick auf die Garde, die Rekrutierung? Ich würde gerne nochmals wiederholen, dass es ein einmaliges Privileg ist, das wir Schweizer haben. Auf das dürfen wir stolz sein, sollen wir auch stolz sein. Und wir brauchen gute, junge Leute, die sich bereit erklären, dafür zu sorgen, dass das auch in Zukunft gut stattfinden kann. Und ich würde mir wünschen, dass sie aufgrund unter anderem von diesem Gespräch auch Lust bekommen, sich vertiefter damit zu beschäftigen. Und freue mich, wenn die Bewerbungen sich türmen auf meinem Schreibtisch. Das wollen wir ganz schwer hoffen. Da wollen wir den Heiligen Geist noch darum bitten, dass er das auch macht. Ganz herzlichen Dank, Bernhard Messmer, für dieses Gespräch, sehr informative Gespräch zum Thema Rekrutierung Schweizer Garde. Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.